Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch hallo an alle Duftfans. Heute gibt es ein relativ großes Unpacking, beziehungsweise stehen eigentlich alle Dinge schon hier. Ich habe sie aus den Kartons schon befreit, weil bei uns jetzt auch schon der Papiermüll sozusagen kam und ich dachte, nein, deswegen lassen die Kartons hier nicht in der Wohnung stehen. Ja, ich habe in 3 Shops bestellt. Ich habe unbekannte Düfte, neue Düfte und auch 2 bekannte Düfte bestellt, als Backup und einmal als Glas. Aber ich glaube, dazu kommen wir. Ich habe bestellt bei Wohlfühlmomente, als der Shop, ich glaube, jetzt knapp vor 2 Wochen geöffnet war. Ich habe bei Goose Creek bestellt und auch bei Candle Warmers Deutschland. Und ich packe die Shops und auch die Düfte alle unten in die Infobox. Ich versuche, alles zu verlinken. Und hier wird Katzenparty on mit Geknurre gefeiert. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, solange das nur Geknurre ist, ist alles in Ordnung. Aber lasst euch da nicht im Hintergrund irgendwie irritieren. Ja, ich denke, wir starten mit der ersten Bestellung, die eingegangen ist und ich auch aufgegeben habe. Und zwar bei Wohlfühlmomente bei der lieben Doris. Mit Doris hatten wir ja Ende letzten Jahres, ja, oder Mitte letzten Jahres, wahrscheinlich sogar eher, hatten wir ja die BookTube-Collection. Und ich schaue immer wieder, wenn sie in ihrer Facebook-Gruppe vorstellt, was für Düfte kommen, wann die Befüllungen in dem Handmade-Shop losgehen, schaue ich immer mal mich um. Und diesmal waren einige spannende Düfte dabei und ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ich habe sie ausgepackt, ich habe aber bis auf an einem noch nicht geschnuppert und dementsprechend ist das jetzt genauso überraschend für mich. Es sind 4 Düfte, die ich bestellt habe, also 4 Melts sozusagen, gegossene Melts-Tarts. Und 2 Zugaben, die ich bekommen habe, die zeige ich am Ende. Ja, sehr, sehr angetan war ich von der Duftbeschreibung von Sunkissed Skin. Das ist wirklich im Grunde eine Schokoladentafel, also richtig, richtig groß. Ist von der Farbe auch richtig schön, ist so Aprikofarben und hat ja so einen Bronzeschimmer oben auf. Hat, glaube ich, um die 8,50 Euro gekostet. Also war schon relativ teuer für die Verhältnisse von Doris, das muss man sagen. Aber es hat sich gelohnt. Ja, der ist Bombe. Also der riecht Hammer. Also ja, also ich weiß nicht, ob man den Schimmer gut erkennen kann. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Ah ja, es war ja so ein bisschen, ich glaube die Beschreibung, ich hatte mir das irgendwo hin. Es ging ja so ein bisschen um Strand, Kokosnuss, Meerluft. Ach, Orange riecht man ganz gut raus. Und es ist so das Gefühl so ein bisschen von einer leichten Sonnencreme, muss man ganz klar sagen. Und das war auch das, was ich mir so ein bisschen erhofft habe. Dass man so, ach, das riecht echt toll. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin ein Kokosnuss-Fan, das, glaube ich, merkt man das ein oder andere Mal noch. Und gefällt mir super gut. Und da schneidet man sich eben einfach Stückchen ab und packt die dann eben in die Duftlampe, egal ob in die elektrische oder in die mit Teelichtbetrieb. Und riecht auf jeden Fall gut. Schon mal der erste Duft, der mir sehr, sehr gut gefällt. Dann ein Duft und da schließt sich später der Kreis und zwar hieß der Barbershop. Und ich bin nicht der größte Fan von frischen Düften oder von sehr duschgeligen Düften und auch gerade so ein bisschen dieses Männliche, wie man ja trotzdem irgendwie noch definiert. Aber bei Barbershop hatte ich so die Hoffnung, dass er in die Richtung geht von dem Goose Creek Duft, den ich ja so abgöttisch liebe und sehr feiere. Und er ist in so einem kleineren Tart jetzt drin. Ich weiß nicht, ob ihr das recht irgendwie, das sieht hier bei mir gerade irgendwie komisch aus. Bis so sieht man es wahrscheinlich besser. Hat, glaube ich, was um die 2,50 nicht ganz gekostet. Ich glaube, der andere, der in der Größe ist auch. Also wir sind da immer irgendwo zwischen 2,50 und 4 Euro bei diesen kleinen Melts, sage ich jetzt mal, oder kleineren Melts. Wobei, das ist ja von der Grammzahl, glaube ich, auch relativ, keine Ahnung, habe ich mir nicht aufgeschrieben, nicht gemerkt. Und ich hatte hier eben so die Hoffnung, dass es in die Barbershop-Richtung geht von Goose Creek. Ich wurde, und das ist der Duft, an den ich schon gerochen habe, sehr, sehr enttäuscht. Nee, leider gar nicht. Also er gefällt mir leider nicht sehr gut. Es riecht halt wirklich nach Aftershave und nach einem sehr, weiß ich nicht, also es riecht schon sehr edel, es riecht parfümig, es riecht, ja, so kann ein Mann gerne riechen, tatsächlich. Mein Duft ist es leider nicht. Also es ist nichts, was ich mir ins Wohnzimmer oder Ähnliches gebe. Also ich werde ihn wohl entweder vertauschen oder einfach im Bad anmachen. Also leider, leider, aber ich, ich hatte ja schon so ein bisschen die Vermutung, dass es nicht, ja, in diese männliche Duftrichtung geht, wie der von Goose Creek. Aber ja, es ist nicht so schlimm. Ich
ja, habe das schon einkalkuliert, dass der mir nicht so gefallen wird. Ja, bei Blackberry Sun haben mich Brombeeren angesprochen, die hier angegeben waren. Ihr seht das irgendwie, glaube ich, gar nicht durch diese Spiegelung. Der sieht optisch richtig schön gegossen aus. Also der hat dieses Brombeerfarbene hier unten und dann obendrauf ja, so ein bisschen eine Sonne. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen, ja. Ne? Ich glaube, die Kamera kriegt das hin. Und der riecht lecker. Also der hat wirklich so dieses Florale, so ganz leicht blumige oben auf. Und unten kommt dann die Brombeere. Das ist echt Hammer. Also es ist eine wahnsinnige Fruchtbombe. Ich finde den richtig, richtig toll. Also der gefällt mir sehr gut. Und das Florale, ja, rundet es auch so ein bisschen ab und nimmt wahrscheinlich so ein bisschen die Spritzigkeit von der Brombeere. Gefällt mir sehr gut. Wird natürlich sehr schwierig sein, ihn dann irgendwie mal zu durchschneiden und das schöne Sonnengesicht zu durchtrennen. Aber ja, war, glaube ich, mit... Also, der hat, glaube ich, 3,50 gekostet. Also, der war so im mittleren Segment, würde ich jetzt sagen. Ja, gefällt mir aber super gut und ich mag Brombeeren auch sehr gerne. Und der letzte bestellte Duft ist dann Bella Vita. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig nach was. Ach, der riecht aber auch gut. Ja, hier haben wir ein Herzchen. Also, ein Herzguss in so einer schönen Aprikofarbe. Ja, hier haben wir definitiv auch was Beeriges. Keine Himbeere, keine Brombeere. Vielleicht eine Johannisbeere. Birne rieche ich raus, Jasmin, das Blumige ist die Jasmin, finde ich toll, so ein bisschen Vanille und es ist noch irgendwas Frisches drin. Könnte das eine Mandarine sein? Ach, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, hier hat mich auch irgendwas mit eben dieses Bella Vita, so dieses sexy Johannisbeere-Parfüm irgendwie so ein bisschen angesprochen. Also es riecht sehr lecker. Also man riecht diesen etwas, ja, parfümigen Anteil, ich glaube so ein bisschen von der Jasmin, und auch der Vanille, aber durch das Fruchtige ist toll. Eine tolle Mischung und der wird warm auf jeden Fall auch super sein. Und ja, auch in Herzform super, super schön. Ja, die Shop-Auffüllung ist relativ unregelmäßig, aber Doris gibt das immer auf der Facebook-Seite bekannt. Ich packe auch die mal in die Infobox und da kann man dann wirklich ganz entspannt an dem Tag und auch am nächsten da noch bestellen. Dann habe ich zwei kleine Beigabendüfte mit dazu bekommen, ist auch immer ganz liebevoll eingepackt. Zum einen der Shop-Duft Laguna Verde, so ein kleiner grüner, da gucken wir mal. Riecht ein bisschen, ja, wie der Fiji, den es ja auch vor ein, zwei Jahren gab. Ja, hat was Frisches, hat was Aquatisches. Ja, gefällt mir gut, kann ich nicht meckern, ist auf jeden Fall mal eine schöne Duftrichtung. Und dann Salty Dog, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie salziger Hund riechen soll. Oh, nee, das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was es ist das eine Waldmeisterbrause? Oh, nee, oh, der gefällt mir nicht. Nein, der gefällt mir nicht, aber gut, ich will gar nicht meckern, das war nicht meins. Aber... ansonsten mit 3 von 4 meinen Düften bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden und glücklich und es war eine lohnenswerte Bestellung. Dann habe ich bei Goose Creek bestellt. Zum einen hat Paddy unglaublich von den neuen Frühlings-Sommerdüften geschwärmt und zum anderen wollte ich einen Duft mir ja einfach nochmal sichern. Und es waren auch irgendwie reduzierte Preise in diesem Goose Creek Shop. Also ich habe hier für den Tumblr irgendwie nur um die 22 Euro bezahlt und ich glaube damals bei meiner ersten Bestellung bei Duft und Raum, ich glaube 26, 27, 28, ja, ich habe nachbestellt. Ich habe tatsächlich den Barbershop nachbestellt. Es ist ein Highlight-Duft, also es war selten so eine erste große, langanhaltende Liebe. Also ja, also ich glaube, der letzte oder überhaupt ein Duft, der mich damals so gecatcht hat, war der Black Coconut. Das ist auch ein Duft, den ich immer als Tarte hier habe, den ich immer wieder anhabe. Und der, ja, die stehen beide tatsächlich auf dem Duftthron. Also wirklich der Hammer. Ich liebe den wirklich sehr. Ich hätte das nicht vermutet, weil wir haben hier auch sowas Rasierschaumiges. Wir haben irgendwie helle Gewürze. Ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben. Heller Moschus, frischer Puder, Zitronenöl, Geranie, die rieche ich gar nicht. Und auch Patchouliöl. Ich weiß nicht, was es ist, was mich hier so anspricht. Ich würde sagen, bei allem, was hier dort steht, würde mich eigentlich der Rasierschaum ansprechen. Und der Puder. Ich weiß nicht. Also ich finde den wirklich mega. Ich bin so froh, den damals als Glas einfach entdeckt zu haben, bestellt zu haben. Und ja, jetzt habe ich ein Backup. Und wobei der andere auch noch dreiviertel voll ist. Aber ich finde den toll. Also ich bin wirklich verliebt und das
bin ich ja wirklich, also in dieser großen Liebe, sehr selten in Düfte. Ne? Ja, dann habe ich 5 neue Mails bestellt. Ich habe mir auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben, weil ich mir das sonst nicht gemerkt hatte, was war was. Und zwar wunderschöne, nicht Cover, das sind keine Bücher, wunderschöne Labels haben die wirklich bekommen. Also ich finde die alle, die ich hier liegen habe, richtig optisch schön. Und ja, stell euch als erstes den Beach Breeze vor mit so einer wunderschönen untergehenden Sonne. Hat auch eine richtig tolle Tartfarbe, also auch so ein bisschen dieses ja, peachige. Oh, der ist toll, ja. Der ist schön, ja. Wir haben hier wirklich so eine ganz frische, hier wird es mit kühler Meeresbrise. Ja, es ist schon tatsächlich, du machst morgens das Fenster auf, wenn noch alles kühl draußen ist. Dann kommt so ein bisschen Orange, dann kommt die Kokosnuss. Ja, und diese Brise. Also ich finde, die Brise haben die echt toll eingefangen. Also das ist echt so das Gefühl, morgens aufmachen. Ach, und so diesen Hauch. Also gerade wenn man an einem Meer ist, das halt ein bisschen kühler morgens ist. In Ägypten riecht es ja im Grunde immer warm, finde ich. Also das, es riecht immer warm, macht das Sinn. Aber ja, aber gerade wenn ich vielleicht noch so ans Mittelmeer denke. Ja, also der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist jetzt kein Duftknaller. Ich glaube schon, dass man da wahrscheinlich einfach 2 von den Melts braucht. Aber den finde ich richtig toll. Und die haben alle gekostet 5 und ein paar 30. Also auf jeden Fall unter 5,50. Die waren eben auch irgendwie reduziert. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. Aber Beach Breeze hat mich schon mal überzeugt. Dann bin ich ein großer Papaya-Fan und da musste natürlich Papaya Paradise mit dazukommen. Auch wieder ja, von der Meltfarbe, von der Wachsfarbe ein bisschen ähnlich. Eine Spur dunkler, muss man sagen. Also das definitiv, aber wir sind hier noch in diesem farbigen. Und ich fand auch hier echt das Label super, super schön. Hat mir richtig gut gefallen. Mich sehr angesprochen. Und ja, hier Papaya. Also es ist wie eine frisch aufgeschnittene Papaya in der Karibik. Ein Hauch Orange, ein bisschen Limette. Ja, also das riecht wie ein Obstsalat. Definitiv. Nach allem, was draufsteht, ich würde auch noch den Hauch Ananas hier riechen, der drauf ist. Die Kiwi kommt nicht durch, ich rieche auch keine Kokosnuss. Also ich rieche wirklich die Frische, ich rieche das Süße der Papaya und die Frische von Orange, Limette und eben den Hauch Ananas. Toll. Also wirklich wie ein Obstsalat. Also ich sehe mich hier in der Karibik sitzen morgens. Ach, und den Obstsalat essen. Ganz, ganz toller Duft. Sehr obstig, sehr frisch. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Dann, ja, auch Drachenfrucht mag ich super gerne. Esse ich auch sehr, sehr gerne. Und da gibt es den Dragonfruit Splash. Auch optisch richtig toll. Hat ein pinkes Wachs, ähnlich wie es die Drachenfrucht von innen eben auch ist. Und ja, da habe ich mich auch mega, mega gefreut. Weil ich finde auch, dass Drachenfrucht mal was Spezielles ist, mal was anderes ist. Und, ach, der ist toll. Ja, auch sehr fruchtig. Man riecht die Drachenfrucht, ein Hauch Mango. Was könnte da noch drin sein? Vielleicht die Ananas. Es soll auch eine Meeresbrise drin sein. Ja, es riecht natürlich so ein Hauch einfach exotisch, ne? Was auch immer die Meeresbrise bedeutet. Aber ich finde schon Drachenfrucht, Mango, Ananas und dann irgendwie so ein bisschen was Süßes. Sehr lecker. Also wirklich sehr lecker. Hat auch was von, also hat eben auch einfach was von dem Obstsalat. Vielleicht sogar einen Hauch eingemacht, also durch die Süße, also dass man den angemacht hat mit was Süßem, mit Zucker. Finde ich gut. Gefällt mir sowohl optisch wie auch vom Duft und freue ich mich auf jeden Fall auch aufs Warmdüfteln. Dann, ja, ich glaube, ein Duft, den es schon mal gegeben hat, den ich aber auch nicht kenne, und zwar Sand Castles. Und ja, wer baut nicht gerne Sandburgen, hat ein sehr helles Wachs, also wirklich wie Sand. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie könnte Sand riechen? Und da fand ich auch Paddys Beschreibung richtig lustig. Und sie hat gesagt, es riecht nicht nach dem, was sie gedacht hat. Und es ist Kokosnuss drin. Ja, und die ist Bombe. Mir kommt der Duft irgendwie bekannt vor. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ich weiß nicht, könnte schon tatsächlich die Kokosnuss mit der Mischung von Orange sein. Es hat ein bisschen was Pfirsiches. Vielleicht auch die Sonnencreme. Ja, könnte. Weiß ein bisschen. Ja, toll. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Der ist echt toll. Ich bin halt ein Kokosnuss-Fan, ne? Also es gibt wenige Kokosnüsse, die ich nicht mag. Aber der ist echt toll. Auch mit der Orange. Ich weiß nicht, wo der Sand da rauskommt. Vielleicht durch die Sonnencreme.
Nein, gefällt mir super gut. Ganz toller Duft, auch ein bisschen dezenter durchaus im Hintergrund. Nicht ganz so, hier bin ich, bam. Aber ich glaube, das wird sich warm dann auf jeden Fall ergeben. Und ja, finde ich auch toll. Und der letzte Duft ist dann der Tiki Party. Auch wunderschön vom Label und auch vom Wachs. Geht auch wieder in diese ähnliche Farbreihe mit rein. Und da sind die zwei Sachen direkt aufeinander. Und da war, glaube ich, der Haupt... Ja, die Mango war der Hauptduft, die Mango, und es ist so. Ach, ist das toll. Und dann auch noch ein bisschen Holz, ein Hauch Litchi. Die Kokosnuss rieche ich nicht raus. Aber ja, definitiv Mango, ein bisschen Holz. Also das wäre so ein bisschen das Feuer wahrscheinlich, was hier abgebildet ist. Finde ich toll. Also ich liebe diese fruchtigen, obstigen Düfte. Super, super gerne. Ja, den finde ich toll. Mango, Holz, Litchi. Ach, wirklich so Sommer. Also das sind echte Sommerdüfte. So möchte man, dass seine Wohnung im Sommer riecht. Bei 30 Grad und Sonnenschein. Und wenn man dann so nach einem Sonntag reingeht. Ach, einfach ein Träumchen. Also richtig, richtig toll. Und ja, alle fünf gefallen mir super gut. Ich möchte da auch gar kein Ranking abgeben. Ich finde die alle Bombe. Und ja, bin sehr angetan. Und habe da, glaube ich, eine gute Wahl jetzt für den Frühling, Sommer getroffen. Und dann kommen wir zum letzten Teil der Bestellung und zwar bei Candle Warmers Deutschland, bei der lieben Anja, die ja auch einen Shop hat, ich glaube, in den man tatsächlich auch einfach jetzt aktuell gehen kann und shoppen kann. Ich habe mir dort zwei Gläser bestellt. Ich habe auch noch mit dem einen oder anderen so geliebäugelt, dachte aber dann, nein Steffi, du hast genug bestellt und gekauft. Und ich wusste ja, dass die anderen Düfte schon unterwegs sind. Man will das ja auch irgendwann mal düfteln. Ne? Das ist ja, ja. Und zwar hat die liebe Anka, ich glaube, in einem ihrer letzten duftdüftigen Videos von einem Duft geschwärmt und hat mir damals bei der letzten Post, die sie mir geschickt hat, auch Proben von dem Busy Bee Duft beigelegt. Und ihre Beschreibung, finde ich, hat es toll getroffen. Und ich habe mir jetzt das Glas von Busy Bee bestellt. Und zwar der Elf Crazy. Und zwar ist das mittlere Glas von Busy Bee und es hat knapp 12 Euro gekostet. Und ja, habe da eben von Anka die Probe gehabt. Deswegen ist das jetzt ein bekannter Duft. Und der ist einfach toll. Ah, der ist so toll. Und sie sagt auch immer, das ist so ein gute Laune-Duft. Und wie irgendwie dieser verrückte Elf eben irgendwie durch ihr Wohnzimmer hüpft. Und ja, ich fand, es hat irgendwas Brausiges. Es hatte was Wohliges und das Gefühl, es prickelt irgendwie in der Wohnung. Also ich finde ihn richtig, richtig toll. Also er soll eigentlich ist es wahrscheinlich sogar ein Weihnachtsduft. Das habe ich aber tatsächlich überhaupt nicht. Er hat irgendwas von Zuckerstange, Süßigkeiten, Sirup. Er soll was von Limonadenblasen haben. Und da gehe ich mit diesem Sprudeligen. Und es soll ein fröhlicher Duft sein. Frisch vom Nordpol. Also für mich hat er nichts Winterliches oder Weihnachtliches, das muss ich ganz klar sagen. Für mich passt er nicht dahin. Für mich ist das ein ganz klasse Sommerduft. Also prickelnd, frisch, zitronig, da gehe ich überall mit. Ein bisschen was Süßes, was Zuckriges und wirklich diese Sprudeligkeit. Ich finde wirklich, die riecht man. Ganz, ganz toll. Freue ich mich aufs Düfteln. Mir haben da auch schon die Beans sehr gut gefallen. Die waren auch von der Duftabgabe so ein bisschen okay. Ich hoffe, dass das Glas ein bisschen mehr Power hat, um dann auch mein Wohnzimmer hier wunderbar zum Leben zu erwecken. Ah, finde ich mega. Und dann habe ich ein Video gesehen von der lieben Sarah Sophie. Die hat auch einige neue Crossroads ausprobiert. Ich habe ja auch, als die Crossroads herausgekommen sind, bei Anja einiges an Melts bestellt zum Testen. Und ich fand die ja so ein bisschen schwächer von der Duftabgabe, was zum einen wohl auch daran liegt, dass es ein Paraffinwachs ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und die wohl Wärme brauchen oder mehr Wärme brauchen. War das so richtig? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich euch jetzt nicht irgendwas Merkwürdiges erzähle. Auf jeden Fall sollte man die eben nicht mit Silikon, mit diesen Silikonschälchen düfteln. Ich habe sie dann in meine Teelicht-Duftlampen gegeben, fand die aber auch da recht schwach. Bis auf den Roasted Espresso. Den fand ich toll und irgendwas mit einer Birne, glaube ich. Die waren auch wirklich von der Duftabgabe richtig, richtig gut. Aber Sarah Sophie hat von einem Duft geschwärmt, den sie auch als Glas hatte und hat dann eben auch gesagt, das Glas ist definitiv anders von der Duftabgabe. Und da habe ich mir jetzt eben auch ein Glas gegönnt von Crossroads Candle und zwar den Twisted Peppermint. Und ja, neben Kokosnuss ist Minze das nächste, was ich liebe, vor allem in Verbindung ja mit Schokolade zum Beispiel. Also ich bin großer After
Diät-Fan, sowohl was das Essen angeht, als eben auch was den Duft angeht. Das ist jetzt das 340 Gramm Glas. Ich weiß gar nicht, ob das das große, das mittlere, also es ist auf jeden Fall eins der Gläser. Und es lag knapp bei 17 Euro. Also finde ich auch absolut in Ordnung und bin jetzt sehr gespannt, wie der düftelt. Ah ja, der ist schön. Ja, Pfefferminze, ja, man riecht die Vanille und ein bisschen den Moschus, aber ganz dezent. Also es ist wirklich wie ein weißes After Eight. Ach, toll. Erinnert mich sehr an einen, den ich auch letztes Jahr im Winter mir geholt habe. Auch White Chocolate Mint oder irgendwie sowas hieß der. Der geht so in eine ähnliche Richtung. Ich finde hier aber die Komposition, dadurch, dass die Minze ein bisschen mehr im Vordergrund steht, tatsächlich ein bisschen minziger. Also stelle ich mir toll vor. Ich finde auch das Label super schön. Super schön. Und ich finde schön, die hier sind zum Beispiel so zum Aufdrehen. Da ist halt die Gefahr tatsächlich nicht gegeben, dass man das Glas irgendwie versehentlich fallen lässt. Also auch optisch richtig schön mit dem Label. Gefällt mir sehr gut. Bei den Busy Bees ist ja wirklich nur im Grunde das Busy Bee hier drauf und hier oben dann im Grunde steht, welcher Duft es ist. Sonst eher unaufgeregt, überzeugt dann natürlich so ein bisschen durch die Wachsfarbe und auch mal durch die Andersartigkeit vom Glas. Na, auch hier bei den Crossroads ist es kein so rundes Glas, sondern es hat schon irgendwie was Eckiges. Hat was Rundes, was Eckiges. Ja, aber ja, gefällt mir gut. Beide Düfte, richtig, richtig toll. Also da habe ich definitiv eine wunderbare Bestellung aufgegeben. Und ich hab noch von Anja mit dazu bekommen, einen Hanging Air Freshener fürs Auto. Und zwar, ich weiß gar nicht in welcher Duftregung, Secret Agent. Ah, und so sehen die dann aus, auch recht bunt. Ich mag sowas tatsächlich im Auto nicht unbedingt, aber vielleicht ist das mal was für den Wandschrank oder so, dass man das einfach reinhängt. Ich glaube, da finde ich das ganz schön. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass da auch so ein kleines Goodie mit dabei war. Und ja, alles in allem eine richtig tolle Ausbeute. Auch viel, viel Glück gehabt bei den blinden Duftbestellungen. Ja, der Barbershop von Wohlfühlmomente ist es nicht so ganz, aber das ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja den Favoriten von Goose Creek nachgekauft. Und also ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr happy. Ich freue mich jetzt auf den Frühlingssommer, nicht nur, weil ich sowieso ein Sommerkind bin, sondern auch, weil ich jetzt ganz, ganz tolle Düfte hier habe. Und vielleicht kennt ihr ja auch schon einen der Düfte oder habt selbst sommerliche Favoriten, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr findet die Shops und auch die Düfte, die ich bestellt habe, bis auf natürlich bei Doris, da konnte ich jetzt nichts mehr verlinken, aber alle anderen suche ich raus und verlinke sie euch, dass ihr direkt drauf gehen könnt, euch da ein bisschen umschauen könnt und gegebenenfalls auch was nachbestellen könnt, wenn ihr Lust habt oder euch ein bisschen inspirieren lassen. Da wünsche ich euch auf jeden Fall auch ganz viel Spaß. Und ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.